Mein Name ist Erika Bernhold, ich komme von der FH Joanneum aus Graz, arbeite am ZML, Institut für innovatives Lernen. Innovative Lernszenarien heißt man eigentlich, ja. Und wir beschäftigen uns mit innovativen Lernmethoden. Also wir forschen im Bereich Lernen. Wir schauen uns an, wo kann Lernen am besten gelingen. Und damit gestalten wir unseren Arbeitsalltag. Heute im Makerspace habe ich die Footprints of Emergence mitgebracht. Das ist eine qualitative Reflexionsmethode eines Lehrsettings, wo ich eine Art Landkarte erstelle, wie ist es mir beim Lernen gegangen? Wo war es anstrengend? Wo war es gemütlich? Wo war es vielleicht zu eng, zu vorgegeben für mich? Und es gibt mir eine gute Rückmeldung als Lehrperson, wo kann ich meine Studierenden mehr fordern? Und wo braucht es mehr Anleitung von mir? Also wir haben viele spannende, interessante Gespräche geführt. Ich habe ganz neue Sichtweisen kennengelernt, wie man auf die Methode draufschauen kann, wie man sie einsetzen kann. Insgesamt sind viele Personen da weggegangen und haben gesagt, das ist was Cooles, das möchte ich auch mal probieren. Wir setzen es an der FH Joanneum im Studiengang Physiotherapie ein. Studierende reflektieren ihre Praktikumserfahrungen mit den Footprints und gehen mit einem ausgefüllten Footprint ins Evaluierungsgespräch mit der Studiengangsleitung. Da haben wir sehr gute Erfahrungen, weil die Studierenden in einen Prozess kommen, wo sie sich mit sich selber und ihrer Lernerfahrung gut auseinandersetzen und dann einfach eine gute Basis haben, fachlich zu erläutern, wie war denn das Praktikum, was kann man besser machen, was hat gut funktioniert und wo braucht es vielleicht noch Veränderungen. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich da sein durfte. Tag der Lehre in St. Pölten hat viel Spaß gemacht.